Einige dieser Sportverletzungen können Ihre Freizeitkarriere beenden. Achten Sie deshalb genau darauf, wie Sie die vermeiden können. Von einfachen Verstauchungen bis hin zu Knieverletzungen, Verletzungspausen ziehen, klar, jeden mal runter, mental und auch physisch. Ganz klar, es macht uns viel Spaß. Ich predige es auch immer wieder. Sport ist wichtig. Sport ist eine großartige Möglichkeit, gesund und fit zu bleiben. Aber leider kann Sport auch zu Verletzungen führen, die unsere körperliche Aktivität beeinträchtigen können. Und häufige Gründe sind, das ist ganz wichtig, erstens Übertraining, zweitens übertriebenes Training und drittens zu wenig Regeneration. Ihr Körper, dein Körper verrät dir schon wirklich sehr viel, aber die wenigsten von uns hören ausreichend auf den eigenen Körper. Wir alle kennen es. Du bist mitten im Spiel vielleicht oder im Training und plötzlich spürst du so einen Schmerz, der dich zwingt aufzuhören. In diesem Video jetzt einmal schauen wir uns deshalb alles über die Top 5 Sportverletzungen an. Sehr häufige Sportverletzungen, sehr typische Sportverletzungen, die unsere sportliche Leistung auch langfristig beeinträchtigen können. Und deswegen, wir werden uns die Ursachen dieser Verletzung, ihre Symptome und wie gesagt auch, wie man die Verletzung vermeiden kann, was man also präventiv tun kann, ansehen. Deswegen ganz wichtig, bleiben Sie dran, um herauszufinden, wie Sie sich vor diesen Verletzungen schützen können und Ihre sportliche Aktivität dadurch auch maximieren können, denn Trainingsausfall ist letztlich der größte Killer immer für Trainingserfolg. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch verständlich und korrekt aufzuklären über Krankheiten, Ursachen dieser Erkrankung, aber auch das Thema Ernährung, Sport, weil das alles sehr eng miteinander zusammenhängt. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Wer regelmäßig Sport treibt, kennt die kleinen Sportverletzungen, die mal schnell durch eine falsche Bewegung, zu hohe Belastung oder fehlendes Aufwärmen entstehen können. Und da ist letztlich egal, welche Sportart man macht, ob man ins Gym geht, ob man auf den Bolzplatz geht, ob man joggen geht. Sie sind in der Regel nicht gefährlich, diese einfachen Verletzungen, können uns aber für einige Zeit auf die Ersatzbank quasi zwingen, zur Pause zwingen und uns im Trainingsplan zurückwerfen. Unsere Devise lautet also, um jeden Preis solche Verletzungen vermeiden. Wie das am besten geht, das schauen wir uns gleich noch an. Doch einige der Sportverletzungen können wir manchmal natürlich schlicht nicht verhindern. Muskelfaserriss oder dass man auf einmal umknickt, kann mal passieren, dass man auch Pech hat. Deswegen ist es ganz wichtig, darauf zu achten, was man dann tun kann. Ein Sturz, ein Zusammenstoß mit dem Gegner oder eine falsche Drehung. Und es ist schon passiert. Wenn es erst einmal in den Muskeln gezogen ist oder die Bänder etwas abgekriegt haben, vielleicht der Knochen sogar was abgekriegt hat, gebrochen ist, dann müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich natürlich wieder fit werden. Und ganz entscheidend ist, was man in den ersten Sekunden, in den ersten Minuten tut. Und das kann man selber sozusagen beeinflussen. Und deswegen ist mir jetzt ganz wichtig, einmal zu betonen auch, und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an, Prävention von Verletzungen und zweitens, wie werde ich danach auch schnell wieder fit und zwar richtig? Wie kann ich danach wieder sporten? Wie kann ich wieder einsteigen? Wie stark kann ich wieder einsteigen? Und das schauen wir uns jetzt an. Verletzung Nummer 1, Verstauchungen. Bestimmt jeder schon mal gehabt, kennen Sie auch. Verstauchungen sind eine der häufigsten Sportverletzungen, können jeden treffen, egal welchen Sport wir treiben. Eine Verstauchung tritt auf, also was ist das? Wenn ein Gelenk überdehnt wird und die Bänder, die das Gelenk stabilisieren, gedehnt, vielleicht sogar gerissen werden. Die häufigsten Auslöser von Verstauchungen sind schnelle Richtungswechsel, also Sportarten wie zum Beispiel vielleicht Tennis, Squash spielen, Basketball, Stolpern auch Fehltritte beim Laufen, beim Springen. Verstauchungen können auch durch plötzliche Stöße gegen das Gelenk zum Beispiel oder durch eine unangemessene Landung nach einem Sprung zum Beispiel entstehen. So, und jetzt einmal in eigener Sache. Sport ist das eine, Ernährung ist das andere. Man sagt ja auch immer, kein Kampf ohne Mampf. Und wie wichtig die Ernährung ist, welche Nährstoffe wichtig sind, gerade zum Thema Muskelaufbau, erkläre ich in meinen Ratgebern. In diesem Ratgeber hier, Ratgeber 4, erkläre ich alle wichtigen Nährstoffe, auch Supplements zum Thema Muskelaufbau und Abnehmen. Also gerne schauen Sie einmal in meinen Shop rein. Typische Symptome einer Verstauchung sind Schmerzen, Schwellungen, Steifheit, Blutergüsse sogar auch um das verletzte Gelenk. In einigen Fällen kann das Gelenk auch instabil oder auch schwach erscheinen, aber ganz wichtig, Verstauchung bedeutet nicht, dass da was gebrochen ist. Wenn Sie eine Verstauchung vermuten, sollten Sie das verletzte Gelenk so schnell wie möglich ruhig stellen
und es hochlegen, um Schwellungen zu reduzieren. Wie kann man nun Verstauchungen vermeiden? Wie gesagt, es können jeden mal betreffen. Man kann auch einfach mal falsch landen und Pech haben. Um Verstauchungen zu vermeiden, ist es wichtig, das Gelenk vorher ausreichend aufzuwärmen und zu dehnen, bevor Sie mit Ihrer sportlichen Aktivität beginnen, also die Bänder drumherum dehnen. Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen und halten Sie Ihre Muskeln und Bänder durch regelmäßiges Training, Stärkungsübungen, vor allem des Muskels und auch des Gegenmuskels in guter Form. Und deswegen sage ich auch immer, ist es so wichtig, quasi Fremdgehen, beim Sport Fremdgehen. Also das heißt, andere Sportarten machen, wenn man ins Gym geht, auch Rudern zum Beispiel, wenn man joggen geht, vielleicht Fahrrad fahren, schwimmen, was auch immer, quasi anders die Muskulatur, den Körper, Bänder, Sehnen, anders belasten, das ist immer ganz wichtig. Wenn es Sie aber doch einmal erwischt, Sie eine Verstauchung haben, dann hilft eigentlich nur Ruhe. Aber Vorsicht, nach Verstauchungen ist das Gelenk noch jahrelang anfälliger und sollte erst wieder auch langsam über Wochen, Monate immer mehr belastet werden. Man sollte es erst stabilisieren. Achten Sie darauf, denn sonst kann die Verletzung direkt wieder aufbrechen bzw. sich dann noch verschlimmern und mehr als nur Verstauchungen entstehen. Verletzung Nummer 2, Zerrungen. Die nächste gängige, häufige Sportverletzung sind Zerrungen. Und die kennt wahrscheinlich jeder von uns nur zu gut. Zerrungen treten auf, wenn ein Muskel oder eine Sehne überdehnt oder sogar gerissen wird, gezerrt wird. Man zerrt quasi, man zieht an den Muskel. Und Zerrungen entstehen oft bei schnellen Bewegungen oder Überlastung und führen natürlich dann zu Schmerzen, Schwellungen, eingeschränkter Beweglichkeit. Das sind ganz typische Anzeichen einer Zerrung. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, zum Beispiel ein falscher Tritt auch, ein falscher Schritt oder ein zu schneller Sprint, ohne vorher aufgewärmt zu sein, bei kalten Muskeln, kann eine wochenlange Trainingspause nach sich ziehen und gerade so Zerrungen. Da nach ein paar Tagen hat man nicht mehr richtig Schmerzen, aber man merkt doch, wenn man es wieder belastet, ups, dann tut es weiterhin weh. Also solche Pausen können sich wirklich lange ziehen manchmal. Und solche Muskelverletzungen sind im Profisport natürlich gefürchtet, weil die Ausfallzeit häufig auch nicht klar absehbar ist. Wann ist die Zerrung wirklich wieder vorbei? Die Behandlung von Zerrungen hängt dabei nämlich von der Schwere der Verletzung ab. Bei leichten Zerrungen kann eine Kombination aus Ruhe, Eis, Schmerzmitteln ausreichen, während bei schweren Zerrungen eine physiotherapeutische Behandlung natürlich notwendig sein kann. Und klar, je mehr man quasi auch Profisportler ist, desto eher macht man natürlich auch eine professionelle, nenne ich es mal Reha-Maßnahmen, damit die Muskeln wieder fit werden. Wie bei Verstauchungen ist deshalb auch bei Zerrungen die Prävention entscheidend. Wärmen Sie sich vor jeder sportlichen Aktivität auf, machen Sie ausreichend Dehnübungen, vermeiden Sie Überanstrengung. Dann passieren nämlich oft auch Fehltritte, beziehungsweise wenn die Muskulatur drumherum gut ausgeprägt ist, kann man solche Fehltritte, Zerrungen quasi auch relativ gut durch das Gewebe drumherum ausgleichen. Wenn Sie eine Zerrung vermuten, suchen Sie so schnell wie möglich medizinische Hilfe auf, um eine schnelle Genesung zu gewährleisten. Verletzung Nummer 3, Knochenbrüche. So, wir sind jetzt bei den schwerwiegenderen Verletzungen angelangt. Verstauchung, Zerrung, Knochenbrüche, Frakturen, Luxationen. Eine Fraktur, also ein Knochenbruch, der tritt auf, wenn ein Knochen, wie gesagt, gebrochen ist. Eine Luxation, das bedeutet, ein Gelenk ist aus seiner normalen Position ausgetreten, quasi ausgekugelt. Erlebe ich auch als Notarzt häufiger mal, dass jemand vor allem eine Schulterluxation hat. Habe ich auch schon mal einen Patienten gehabt, der im Fitnessstudio das bekommen hat, bei so negativen Benchpresses. Das ist also alles immer möglich. Zusammenstöße, Überlastung, können alles Ursachen sein. Eine Fraktur oder Luxation führt eigentlich immer auch zu extrem starken Schmerzen, zu Schwellungen, Blutergüssen und selbstverständlich auch zu einer eingeschränkten Beweglichkeit. Das tut wirklich ganz stark weh, so eine Schulterluxation. Und deswegen werde ich dann als Notarzt dazu gerufen, damit ich sozusagen ein starkes Schmerzmittel gebe. In manchen Fällen kann auch eine offene Wunde oder auch eine Fehlstellung des Knochens oder des Gelenks auftreten. Die Behandlung von Frakturen und Luxationen hängt von der Schwere der Verletzung ab, auch welches Gelenk betroffen ist, dauert in der Regel aber so insgesamt mehrere Monate. Bei schweren Verletzungen sollte oder muss eine medizinische Notversorgung auch in Anspruch genommen werden. Bei Luxationen, manche Gelenke werden wieder eingerenkt, das machen wir direkt als Notarzt, bei anderen Gelenken macht man das nicht. Die Behandlung kann also von einer einfachen Ruhigstellung bis hin auch zu einer Einlenkung des Gelenks oder bis hin zur Operation letztlich reichen. Es ist wichtig, Frakturen und Luxationen so schnell wie möglich behandeln zu lassen,
um Komplikationen zu vermeiden und eine schnelle Genesung zu ermöglichen. Und was sind zum Beispiel bei einem ausgekugelten Schultergelenk, können dann Probleme entstehen, wie dass die Nerven einschlafen oder verletzt werden, dass die Durchblutung nicht mehr sicher ist. Sowas muss man natürlich unbedingt vermeiden und deswegen ist es ganz wichtig, akut zu handeln, dass sozusagen keine Langzeitschäden entstehen. Und weil Stürze oder Zusammenstöße natürlich auch gerade im Teamsport nicht zu vermeiden sind, da oft vorkommen, Stichwort auch vielleicht Fußball, besteht das Verletzungsrisiko von Frakturen, Luxationen auch besonders oft mit einem hohen Prozentsatz bei Teamsportarten. Verletzung Nummer 4, Knieverletzungen. Knieverletzungen sind bei bestimmten Sportarten sehr häufig und können sehr schmerzhaft und langwierig sein. Und da ist es letztlich egal, liegt das daran, dass man Körperkontakt hat, wie beim Fußball, oder vielleicht, wenn man das Knie oft belastet, wie beim Tennisspielen. Das Knie, unser Knie ist ein wirklich kompliziertes Gelenk und Verletzungen, daran können Sie jahrelang beschäftigen. Das ist manchmal so oft wie eine Vase, wenn die einmal eingesprungen ist, dann hat die quasi einen Riss, auch wenn man die irgendwie wieder klebt. Verletzungen, Knie sind Kreuzbandriss, Meniskusschalen, Kniescheibenverletzungen. Und diese Verletzungen treten oft bei Sportarten auf, die eine hohe Belastung für das Gelenk mit sich bringen, wo man wenig Pause, wenig Regeneration hat. Hohe Belastung, Fußball, Basketball, Skifahren. Die häufigsten Ursachen für Knieverletzungen sind Stürze, plötzliche Stopps, Richtungswechsel und natürlich Überbeanspruchung. Und gerade dieser Punkt, Überbeanspruchung, zu wenig Regeneration, ist oft ein sehr häufiger Grund für alle die Sportverletzungen, die ich gerade erwähnt habe. Sehr schwerwiegende Knieverletzungen deuten sich oder zeigen sich oft durch starke Schmerzen, Schwellungen, eine Instabilität des Gelenks, also dass man sozusagen mit dem Gelenk vielleicht so hin und her wackeln kann und natürlich eine eingeschränkte Beweglichkeit des Knies. Sie können vielleicht den Fuß, das Bein nicht mehr richtig durchdrücken. In leichten Fällen kann dann eine konservative Behandlung mit Ruhe, Eis, Kompression, Hochlagerung ausreichend sein. Generell kann man sich da die Pechregel merken, PECH. Und dann kann das alles schon die Schmerzen und die Schwellungen reduzieren. Bei schweren Verletzungen kann jedoch eine Operation oder muss eine Operation vielleicht erforderlich sein, um das Kniegelenk wieder zu reparieren. Nach der Behandlung ist es wichtig, dass sich der Patient ausreichend Zeit für die Rehabilitation und Genesung nimmt. Eine Physiotherapie kann dabei helfen, ist auch oft sehr wichtig, die Beweglichkeit des Knies wiederherzustellen und natürlich auch die Muskulatur wieder zu stärken, um das Knie zu stabilisieren und vor allem auch zukünftige Verletzungen zu vermeiden. Ich habe ja gerade das gesagt mit der Vase, wenn die einmal so einen Sprung hat, dann ist sie quasi nicht mehr 100% heile. Und ich nenne oft auch als Beispiel Fußballer, Profisportler, Profifußballer, die sind nach so einem Kreuzbandriss nach einem Jahr wieder auf dem Spielfeld, während wir selber vielleicht nach einem Jahr bei einem Kreuzbandriss noch mit Gehhilfen, mit Krücken rumlaufen. Und woran liegt das? Nicht, weil die einen viel besseren Operateur hatten, sondern vor allem so einen starken Fokus auf die Genesung, auf die Physiotherapie, auf die Reha danach gelegt haben. Klar, das ist deren Job, die verdienen damit ganz viel Geld. Also machen die danach jeden Tag quasi maximale Reha, während wir vielleicht nur einmal in der Woche hingehen. Ich weiß, unser Gesundheitssystem will das vielleicht auch nicht anders, aber ich will damit nur einmal zeigen, wie wichtig gerade die postoperative Versorgung ist. Also gerade Knieverletzungen sind ähnlich wie Luxation, also Auskugeln des Schultergelenks zum Beispiel, für Sportmediziner und Betroffene natürlich ein Albtraum. Warum? Denn es kann dann immer schnell passieren, dass das Knie zum Beispiel sich wieder verletzt, dass es nie wieder so stabil wird, wie es mal war. Die Zahl zum Beispiel ehemaliger Skifahrer, die ihre Skier aufgrund von Knieverletzungen an den Nagel hängen mussten, ist groß und wächst natürlich mit jeder Wintersaison deutlich an. Warum? Weil letztlich die Belastung immer stärker wird. Mittlerweile sind die Sportler viel öfter auf Tourneen unterwegs, als es früher war. Das gleiche zum Beispiel auch beim Fußballspielen. Verletzung Nummer 5, Überlastungsverletzung der Muskeln und Bänder. So, und als letztes gehe ich jetzt noch auf eine bestimmte Form von Sportverletzung ein, die ich eben auch schon immer wieder angesprochen habe, die ich betont habe, die sich aber vor allem langfristig sehr deutlich auswirken können. Langfristige Überlastung steigert nämlich das Risiko auf weitere Verletzungen. Und letztlich ist gerade Überlastung, zu starke Belastung, zu wenig Regeneration oft der Grund für Sportverletzungen. Laut dieser Veröffentlichung zur Fußball-WM in Katar liegt die Prävalenz, also das Auftreten dieser Krankheiten im Profifußball bei ca. 30%. Doch auch Amateure können sich überlasten und dann im Nachgang monatelang ausfallen. Vielleicht haben sie das auch bei sich selber schon gemerkt.
Da geht es nicht nur um Fußball, auch andere Sportarten, Tennis, Tennisarme zum Beispiel, das sogenannte Schienbeinkantensyndrom beim Joggen vielleicht und andere Verletzungen, das sind Folgen von anhaltenden Mikrotraumata, die wir nicht richtig ausheilen lassen. Und deshalb mein Tipp, achten Sie bitte auch immer auf ausreichende Regeneration. Das wird wirklich absolut unterschätzt. Jemand, der viel Sport macht, braucht auch viel Regeneration. Wenn Sie also leichte, aber dauerhafte Schmerzen beim Training haben, das ist ein Warnsignal, dann gönnen Sie sich bitte auch eine Auszeit. Müde Muskeln, müde Knochen, müde Bänder, Sehnen erhöhen das Risiko auf schwerwiegendere Verletzungen, nehmen Ihnen selbst auch den Spaß irgendwann am Sport, klar, wenn Sie nicht mehr 100% leistungsfähig sind. Deshalb meine drei Tipps jetzt gegen Sportverletzungen. Erstens, ausreichend Pausen, ein gutes, ausgiebiges Warm-up und soweit möglich natürlich Zusammenstöße nicht vermeiden. Und mein vierter Tipp, den ich immer wieder sage, letztlich so als Bonus, gehen Sie fremd. Das heißt, machen Sie auch andere Sportarten. Das alles senkt nämlich das Risiko für Verletzungen beim Sport, klar, zwar nicht auf null, führt aber langfristig zu deutlich mehr Zeit, in der Sie fit sind und gut trainieren können. Und da nochmal ein Beispiel dazu, auch so mal rein von den Zahlen. Wenn Sie heute als Beispiel 15 Kilometer joggen, aber danach 5-6 Tage verletzt sind, krank sind, Ihnen die Gelenke wehtun und nichts mehr machen können, dann ist es schlauer, wenn Sie heute 7 Kilometer joggen, vielleicht morgen nochmal 4 Kilometer joggen und dann in 5 Tagen nochmal 7 Kilometer joggen und dann sind Sie 19, 20 Kilometer gejoggt, statt heute einmalig 15 Kilometer und dann lange verletzt. Verstehen Sie? Das meine ich. Das ist ganz entscheidend. Trainieren Sie immer so weit, dass Sie sich auf die nächste Trainingseinheit freuen und sagen, oh, da habe ich richtig Kraft für das nächste Sportereignis, für das nächste Training. Weil dann haben Sie es nicht übertrieben. Das ist ganz wichtig, darauf zu achten. Jetzt können Sie gerne einmal kommentieren. Ist Sport gleich Mord oder auch nicht? Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.